Hallo zu einer neuen Review von heute einer etwas anderen App. Wir haben euch heute mal das Fotokochbuch mitgebracht. Und was ihr jetzt schon seht, das ist hier die App, wenn ihr sie hier startet. Hier oben seht ihr die verschiedenen groben Kategorien, also schnell und einfach, italienisch, asiatisch und backen. Und jede Kategorie ist dann nochmal unterteilt in jetzt zum Beispiel hier Fleisch, Fisch, vegetarisch und Desserts. Ihr könnt hier oben links, habt ihr so einen Listen-Button, da könnt ihr euch alle Rezepte einer Kategorie, also einer Unterkategorie, dann nochmal als Liste anzeigen lassen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine App auswählt, findet ihr, ein Rezept auswählt, Entschuldigung, findet ihr oben jeweils immer die ganzen Zutaten, für wie viele Personen das ist und was ihr halt alles braucht dafür. Und hier drunter dann erstmal ein grobes Bild von den ganzen Zutaten. Und wenn ihr dann, könnt ihr auf die einzelnen Zutaten draufklicken und da findet ihr dann noch ein Bild. Ihr findet den lateinischen Namen, ihr findet eine Beschreibung, was über die Zubereitung, für was es eben verwendet wird. Und ihr findet es noch, könnt es euch noch auf 5 verschiedenen Sprachen anzeigen lassen hier. Ja, das könnt ihr mit jeder Zutat machen. Ihr könnt einfach jede Zutat anklicken und dann findet ihr diese Information. Wenn ihr dann weiter runter scrollt, findet ihr die einzelnen Arbeitsschritte, die dann vorgenommen werden müssen, um das Rezept eben zu kochen. Ja, das ist alles sehr klar verständlich, gut leserlich, klar verständlich ausgedrückt, also auch recht detailliert beschrieben, was man alles machen muss. Genau. Und immer mit richtig genialen Bildern unterlegt, eben, wie ihr hier seht. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Die Suche. Wenn ihr könnt nach einem Rezept suchen, zum Beispiel möchte ich Macaroni kochen. Gebe ich einen Macaroni und dann findet er hier einmal bei schnell und einfach die Käse-Macaroni. Bei italienisch findet er Macaroni mit Kichererbsen und bei asiatisch und backen. Nichts ist logisch. Also werden euch dann diese ganzen Ergebnisse dann gefiltert dargestellt. Ihr könnt aber natürlich auch nach einer Zutat suchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier Milch eingebe, findet ihr jetzt alle Rezepte, die mit Milch zubereitet werden müssen. Ich bin hier die Lasagne oder die Kartoffelsuppe, also, und das findet ihr dann halt jeweils unter jeder Kategorie, wird euch das dann angezeigt. Genau. Ihr habt hier oben noch den Mail-Button. Da könnt ihr dann, wenn ihr jetzt ein Rezept ausgewählt habt, jemandem eine Mail schicken, wo dann die ganzen Zutaten stehen und dass ihr die dann bitte mitbringen soll, weil man die kochen möchte. Genau. So viel zu der App an sich. Sie kostet 13 Euro, ist im Mac App Store erhältlich und ich würde sagen auf jeden Fall, also der Preis lohnt sich. Es sind 180 Rezepte insgesamt vorhanden. Die Bilder sind sehr gut gemacht und die Arbeitsschritte sind klar und sehr detailliert formuliert. Also damit müsste eigentlich jeder zurechtkommen. Ja, also von unserer Seite gibt es eine uneingeschränkte Kaufempfehlung. Also wer ein Kochbuch sucht für den Mac, der kann das auf jeden Fall nehmen. In den nächsten Tagen kommt dann noch eine Review für die iPad-Version hinzu, denn es gibt noch eine Version fürs iPad. Das dauert allerdings noch ein bisschen. Bis dahin, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt zur App, könnt ihr die gerne stellen. Im Blog als Kommentar oder bei YouTube als Kommentar oder ihr schreibt uns einfach eine Mail. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.